wieder in die Hose gegangen. Was denn? Ja, da wären wir jetzt ins Volle gerauscht. Oh, fein. Ja. Nichts gut diese. Ein guter merkt's vorher. Aber hallo. So, wir bauen jetzt das da ein. Das ist scheiße, Alter. Oh, oh. Ja, das brauche ich nicht filmen. Finde den Fehler. Ja. Mhm. Perfekt. Saftig. Passt. So, ich sehe aus wie Sau, aber es ist zusammengebraten. Jetzt die Frage, was ist das? Und zwar hatten wir ja drüben den Motor mit Subframe und Turbolader stehen. Und wir wollen das Zeugs natürlich alles in einem aus dem Chassis rausheben, um uns da jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Schlupf- und Hebegurten und sonst was irgendwas zurecht zu frickeln. Haben wir gesagt, wir bauen uns ein fancy, wie sagt man da, so ein Hebe, ein Hebezeug. Drei Punkt, einmal hinten am Motorblock, dann haben wir hier die Lochschiene, um genau die Mitte zu kriegen. Hier müsste irgendwo Mitte Motor sein. Hier werden wir irgendwo anhängen, so zwei Drittel vom Motor, das müssen wir rausfinden. Genau, dann haben wir vorne zwei Anhängepunkte außen. Am Subframe in der Höhe kurz vor den Ladern und dann sollte das funktionieren. Die ist jetzt so lang geworden, natürlich hätte man den Punkt rausfinden können, wo es direkt austariert ist, aber ich wollte das jetzt auch so haben, dass falls die Lader mal runter sind, warum auch immer, dann kann man das einfach ein bisschen verschieben Richtung Mitte Motor, weil der Subframe an sich vorne nicht so schwer ist, dann kann man das nämlich trotzdem noch nutzen, beziehungsweise auch später mal, wenn nur der Motor rauskommt. Schauen wir mal, wie es wird. Jetzt müssen wir unten noch eine Traverse bauen, weil unser Subframe, an dem wir einhängen wollen, etwas schmäler ist als die breitesten Stellen, wo die Turbovorrohrungen sind. Deswegen muss da noch was gemacht werden und dann haben wir eigentlich ein nices Werkzeug. Alles Upcycling. Das hier übrigens, diese Rohre, diese Massivdinger, das waren mal aus unserem alten Auflieger. Vielleicht schneiden wir auch mal ein Bild rein, der mit einer mitlaufenden Lenkachse ausgestattet war. Das waren die, wie sagt man da, das Lenkgestänge. Nicht verschwenden, wiederverwenden, sagt Rocky.
So, wir haben jetzt die untere Traverse. Die wird nachher quasi über den Subframe gesetzt. Da schweißen wir jetzt die Laschen an. Da geht nachher ein Querbolzen durch, der in den Subframe vorne im Bereich von den Turboladern eingreift, links, rechts. Und dann hier außen die Kette hoch zum Gehänge, das wir gemacht haben. Die braten wir jetzt dran. Mal testen. Few moments later. Und dran braten. Es passt nämlich. Wenn wir nicht wegschweißen, dann haben wir überall Perlen. Aber egal. So. Das ist quasi für hinten ein Motor. Wird einmal dran geflanscht. Dann haben wir hinten einen Anhängepunkt, kommen jetzt noch Knotenbleche dran. Wird verschweißt. Dann sollte das passen. So, theoretisch ist es heiß. Praktisch auch. Naja, Cooldown. So, der Kollege, der soll nachher da dran. Dann haben wir unser Dreiergehänge. Können wir hier einmal anhängen. Und ich zeige euch das mal. Hier vorne, einmal links, einmal rechts. Dann oben drüber. Das heißt, ich schreibe zusammen, was ich an Schäkel brauche. Heißen die Schäkel? Weiß gar nicht. Na hier, diese. Na, diese Dinger halt. Ja, gibt neue Gurten, neue Schlupf. Weil die alten sind auch nicht mehr. Na, wie sagt man? BG sagt nein. Genau, gibt das einmal neu, direkt auf Länge. Und dann können wir den reinheben. Dann ist auch gut für die Woche. Irgendwie ist der Wurm drin. Soll es geben. Man sieht es, wir machen Cut. Leider hat der Anschlagmittelzulieferer uns versetzt, sonst hätten wir das Ding hier gerne wieder da reingepackt. Schieben wir natürlich nach. Aber das Gehänge, sagt man Gehänge, weiß ich nicht. Man kann sich dabei denken, was man will. Das Gehänge ist fertig. Da wird jetzt getestet, sobald die Sachen per Post reinfliegen. Werden wir euch natürlich gerne nachschieben. Die Woche war ein bisschen hektisch mit anderen Sachen. Kri war im wohlverdienten Urlaub. Deswegen hier auch nicht so viel. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch gemacht. Hier diese, wie sagt man da, Halter für die Seitenbleche, die müssen jetzt noch gekantet werden,
hier die Motorabschirmung. Aber ansonsten denke ich mal, geht es nächste Woche wieder steil weiter. Packen wir den Kübel hier wieder ins Chassis. Und dann sehen wir uns da. Bis dann, stay tuned, haltet die Ohren steif.